Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial für die infernale Maschine, den Höllenfeuerring von Diablo 3. Zum Bau der infernalen Maschine benötigen wir drei Schlüssel. Den ersten finden wir bei Odek, dem Schlüsselhüter, in Akt 1 auf den Feldern des Elends. Den zweiten Schlüssel findet ihr bei Soka, dem Schlüsselwächter, in der Oase von Dalgur in Akt 2. Den dritten Schlüssel erhaltet ihr von Xarist, dem Schlüsselhüter in Akt 3, am Steinfort. In Akt 4, bei Neckarat, dem Schlüsselhüter, auf dem Silbernen Turm Ebene 1, erhalten wir mit Glück den Plan für die infernale Maschine. Habt ihr nun alles zusammen, geht ihr zu Hedrick, dem Waffenschmied, übergebt ihm den Plan für die infernale Maschine und könnt danach anschließend mit allen drei Schlüsseln die infernale Maschine bauen. Die infernale Maschine lässt sich natürlich öfters bauen, dazu müsst ihr lediglich die Schlüssel besorgen von den drei Schlüsselhütern, zurück zu Hedrick kommen und einfach nochmal die Maschine bauen. Um in alle drei Reiche zu kommen, benötigt ihr drei infernale Maschinen, da sich die infernale Maschine nur einmal verwenden lässt. Um die infernale Maschine verwenden zu können, springt ihr über die Questauswahl in Akt 1 direkt nach dem Schlächter rein. Sprecht nun Tyrael an, um Akt 1 abzuschließen. Die Zeit wird knapp, Freunde. Aber wieso? Das ist gar nicht. Auf keinen Fall den Karawanmeister ansprechen, da ihr sonst in Akt 2 wechselt. Nun lässt sich die Tür zur Zuflucht des Ketzers rechts vom Händler zerstören. In der Zuflucht des Ketzers lässt sich die infernale Maschine verwenden. Mit Hilfe der infernalen Maschine bekommt ihr nun Zutritt zu einem der drei Reiche, wo bereits zwei der Endbosse auf euch warten. Im Reich des Aufruhrs erwarten euch die Belagerungsbestie und Kull. Um die Dropchance zu erhöhen, besorgt euch auf jeden Fall einen fünffachen nefernen Buff, bevor ihr in das Reich eintretet. Mit diesem Buff und etwas Glück erhaltet ihr in diesem Reich das rachsüchtige Auge. Hattet ihr Glück, erhaltet ihr euer erstes Bauteil für euren Höllenfeuerring. Im Reich des Chaos erwarten euch bereits Rakanoth und Gom. Mit eurem fünffachen Nephalem-Buff etwas Glück erhaltet ihr hier den Teufelszahn und habt somit das zweite Teil eures Höllenfeuerrings. Im Reich der Zwietracht erwarten euch Magda und Leoric, der Skelettkönig. Mit dem fünffachen Nephalim-Buff und etwas Glück erhaltet ihr hier die zuckende Wirbelsäule und somit euer letztes Bauteil für euren Höllenfeuerring. Nun fehlt uns nur noch die Vorlage für den Höllenfeuerring. Diesen erhaltet ihr bei der kleinen Händlerin in Akt 2 in eurem Lager. Habt ihr die Vorlage, überreicht diese sofort dem habgierigen Shen. Und ihr habt damit die Möglichkeit anschließend, euren Höllenfeuerring zu bauen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Ringe. Den Höllenfeuerring der Intelligenz, der Stärke, der Vitalität oder Geschicklichkeit. Je nachdem, welchen Charakter ihr bevorzugt, könnt ihr wählen. In meinem Beispiel habe ich mich für den Höllenfeuerring der Geschicklichkeit entschieden, da mein Hauptcharakter der Mönch ist. An dieser Stelle kann ich mich nur noch für euer Zuschauen bedanken, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit Diablo 3 und hoffe, dass euch dieses Tutorial auch ein Stückchen weitergeholfen hat. Hinterlasst mir, wenn ihr Lust habt, noch einen Comment, ob euch das Video gefallen hat oder auch nicht. Bis dahin, euer Micromaster. Ciao!